Bonjour, Monsieur, Dames, c'est les femmes et les œufs. On ne veut pas mourir à l'hôpital. Good morning, this is Wound X. We don't want to die in hospital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Thema ist Patientenverfügung. Ich habe dazu das Vorsorgehandbuch der Stiftung Warentest. Ich habe dazu das Buch Patientenverfügung der Stiftung Warentest. Und ich habe hier ein BGB liegen. So, Thema ist Patientenverfügung allgemein. Das beginnt auf Seite 31 und es geht weiter mit Seite 32. Patientenwille als Maßstab aller Entscheidungen. Es gibt einen Kasten gesetzliche Grundlage und es gibt ein Zitat von Wolfgang Schulzinski. Das ist einer der Autoren. Der sieht so aus, von der Verbraucherzentrale NRW, der ist da Experte für Patientenrechte. Boah, da gibt es aber noch viel Futterlesen. So, das Ganze geht bis 47, ich bin auf 32 und dann geht es mit Vorsorgevollmacht weiter. Das ist in dem Buch hier genauso. Das ist dann aber eine eigene Liste auf YouTube. So, dann wollen wir anfangen mit der Eieruhr. Ich will die Folge nicht zu lang werden lassen. So. Patientenwille als Maßstab aller Entscheidungen. Bei der Umsetzung des Patientenwillens ist zwischen drei verschiedenen Situationen zu unterscheiden, die in der öffentlichen Diskussion oft miteinander vermischt werden. Situation 1. Einwilligung in eine planbare Maßnahme. Also, bei der Umsetzung des Patientenwillens ist zwischen drei verschiedenen Situationen zu unterscheiden, die in der öffentlichen Diskussion oft miteinander vermischt werden. Situation 1, Einwilligung in eine planbare Maßnahme. Die anderen beiden sind Situation 2, erste Hilfe im Notfall. Und Situation 3 ist aktive Sterbehilfe. Also entweder ist eine Maßnahme planbar oder es ist eine Maßnahme im Notfall oder es ist aktive Sterbehilfe. Gut, dann wollen wir mal anfangen. Boah, ich bin noch nicht ganz wach, es ist ja auch noch nicht 8 Uhr. Aber es ist ein schöner Tag. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele Schwalben hier gesehen. Ich finde das schön. Situation, Einwilligung in eine planbare Maßnahme. In vielen Fällen gilt es zu entscheiden, ob eine medizinische Maßnahme erfolgen soll oder nicht. Angefangen bei einer simplen Blutabnahme bis hin zur Überlegung, ob zum Beispiel ein nicht mehr durchbluteter Fuß amputiert oder eine Magensonde durch die Bauchdecke gelegt werden soll. Allerdings muss der Patient in der Lage sein, die Tragweite seiner Entscheidung zu verstehen und sich der Konsequenzen seiner Entscheidung bewusst sein. Kann ein Patient sich nicht mehr selbst dazu äußern, muss der Arzt den mutmaßlichen Willen seines Patienten erforschen. Okay, das war in einem anderen Buch auch schon dabei. Es geht dann um den mutmaßlichen Willen, wenn der Patient sich nicht mehr äußern kann. Hierzu muss er den Bevollmächtigten oder Betreuer, aber auch Angehörige oder Freunde befragen. Okay, ich bin immer für einen Betreuer, nie für einen Bevollmächtigten. Jungen und Mädchen aus Höchstheit,
lasst die Finger von Vollmachten. Also, ich sag's nur immer wieder. In diesem Zusammenhang ist eine Patientenverfügung immens wichtig, denn mit dieser kann ein Patient dem Arzt seinen Willen mitteilen. Okay, mit der Patientenverfügung teilt man dem Arzt seinen Willen mit, auch bei einer planbaren Maßnahme. Eine aktuelle und auf die Situation passende Patientenverfügung müssten der Arzt und auch das Krankenhaus oder ein Pflegeheim befolgen. Eine aktuelle und auf die Situation passende Patientenverfügung müssten der Arzt und auch das Krankenhaus oder ein Pflegeheim befolgen. Manchmal reicht die Patientenverfügung allein jedoch nicht aus, weil zum Beispiel der wirkliche Wille in dieser Situation nicht eindeutig genug formuliert wurde. Dann muss eine dritte Person, entweder ein Bevollmächtigter oder ein gesetzlicher Betreuer, ihre Zustimmung geben, wobei im Sinne des betroffenen Patienten entschieden werden muss. Dann muss eine dritte Person, entweder ein Bevollmächtigter oder ein gesetzlicher Betreuer, ihre Zustimmung geben, wobei im Sinne des betroffenen Patienten entschieden werden muss. Durch die aktuelle Gesetzeslage ist klargestellt, dass Bevollmächtigte wie gesetzliche Betreuer diese Entscheidungen auf der Basis einer Patientenverfügung oder, wenn diese nicht vorliegt, gemäß dem mutmaßlichen Patientenwillen alleine treffen können. Also es muss immer im Sinne des Patienten entschieden werden und das setzt im Zweifelsfall ein Bevollmächtigter oder gesetzlicher Betreuer durch, indem er diese Entscheidung auf Basis einer Patientenverfügung gemäß dem mutmaßlichen Willen trifft. So, der muss halt ermittelt werden. Soweit ich das Buch hier verstanden habe, muss der immer ermittelt werden, selbst wenn die Patientenverfügung vorliegt. Das macht auch Sinn. Ich habe da lange drüber nachdenken müssen. Man muss so eine Patientenverfügung auch verstehen. Und dazu unterhält sich der Betreuer am besten mit dem Arzt darüber, was da steht. Und dann unterhält sich der Betreuer auch noch mit Familienangehörigen oder Freunden. Dieses Unterhalten mit Familienangehörigen oder Freunden, wenn eine Patientenverfügung vorliegt und die relativ klar formuliert ist oder umfangreich genug ist, das ist meiner Meinung nach zum Beispiel durch diese Fragen sichergestellt. Ich halte das für fragwürdig. Hier ist jetzt gleich ein Gesetz, das steht hier oben links, ich habe es noch nicht gelesen, was da steht. Mal gucken, was im Gesetzestext steht im BGB. So. Allerdings müssen Sie grundsätzlich eine Genehmigung vom Gericht über Ihre Entscheidung zum Einsatz lebensgefährdender Behandlungen bzw. über die Beendigung lebenserhaltender Maßnahmen einholen. Sind sich Arzt und Bevollmächtigter bzw. Betreuer jedoch einig, dass die Maßnahme dem in der Patientenverfügung niedergelegten Willen entspricht, ist die gerichtliche Genehmigung nicht nötig. So.
Derzeit plant der Gesetzgeber eine Regelung, wonach ab Herbst 2018 Ehepartner direkt oder ohne weitere Unterlagen die Patientenwünsche gegenüber dem Arzt vertreten können. Die ist schon lange geplant. Keine Ahnung, ob die kommt oder wann die kommt. Die Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung oder die Vorlage einer Vollmacht wären dann für Ehepartner nicht mehr nötig. Wer allerdings nicht möchte, dass sein Ehepartner allein entscheidet, muss dies schriftlich festhalten. Ich halte die Regelung auch für schlecht. So. Jetzt gesetzliche Grundlage. Beschluss 630d Bürgerliches Gesetzbuch. So. BGB 630d. Behandlungsvertrag. Einwilligung. Das Ding ist ein bisschen länger. So, ich lese erstmal. Ich finde das, glaube ich, besser, wenn ich erst den Gesetzestext vorlese. Oder wir machen das und dann mache ich eine eigene Folge zum Gesetzestext. Ich lese den Gesetzestext in einer eigenen Folge vor. Ist, glaube ich, besser. Das ist zu viel. Ist, glaube ich, auch kompliziert. Für mich. So. Bei der Entscheidung, ob eine Maßnahme durchgeführt werden soll oder nicht, muss sich der Arzt an zwei grundsätzliche Regelungen halten. Zum einen ist er verpflichtet, Leben zu erhalten, zum anderen muss er den Willen seines Patienten beachten. So ist im Patientenrechtegesetz klargestellt, § 630d BGB, § 630d BGB. Unterlässt der Arzt eine Maßnahme gegen den Willen des Patienten, kann er sich wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar machen. Handelt er jedoch gegen die Einwilligung des Betroffenen, begeht er nach geltendem Recht eine Körperverletzung, die ebenfalls strafbar ist. Deshalb muss sich der Arzt grundsätzlich mit seinen Patienten bzw. den Sorgeberechtigten für Kinder über die medizinische Behandlung abstimmen. Okay, und jetzt noch Wolfgang Schulzinski und dann höre ich auch schon auf. In einer Patientenverfügung kann man nie alle möglichen Behandlungssituationen abdecken. Deshalb ist es wichtig, zusätzlich die eigenen Grundwerte darzustellen. Daraus lässt sich ableiten, wie ich in einer bestimmten Situation entschieden hätte. So, damit höre ich damit erstmal auf. In den nächsten Folgen geht es ums BGB, § 630d. Ich bin gespannt, ich habe ihn noch nicht gelesen.